Und willkommen zurück zu The Rise of Argonauts. Ja, das ist schon eine Weile her, dass ich hier von einem Teil hochgeladen habe. Das lag aber daran, dass ich ja Probleme mit meiner Festplatte hatte und leider der Spielstand dann nicht mehr da war. Deswegen habe ich erstmal mit Crysis 2 weitergemacht, beziehungsweise das beendet. Und habe das dann nochmal bis hierher gespielt. So, Gibt es mit ihm Neuigkeiten? können wir noch reden. Noch nicht. Ich muss mich um eine Angelegenheit im Dorf kümmern. Ich muss noch mit Argos sprechen. Sobald ich Zeit habe, werde ich versuchen herauszufinden, wo Delphi liegt. Herr? Moment. Sag mir noch. Aber warum auf Alkmene geschossen wurde, es ändert zwar nichts Das mehr, kennen wir alles schon. aber niemand hat so etwas je gesehen. Verdoppeln wir. Wie du meinst, Jason. Ich könnte in unseren alten Navigationsarchiven nachsehen. Eigentlich hatte ich bei ihm nur eine Auswahl, dass ich hier Leute anhören kann. Herr? Jetzt aber nicht mehr. Xeno sorgt also. Er hat anscheinend ein paar Männer bei sich. Er ruft ausdrücklich. Die Wache sprach auch von einer Hexe. Die sah er aber nicht, sondern nur die beiden Männer bei Xeno. Verdoppeln wir sicherheitshalber die Wachen, Idas. Wie du meinst, Jason. Ich könnte in unseren alten Navigat. Na gut, dann eben nicht. Das heißt, wir können jetzt ins Dorf oder was? Dann werden wir das mal tun. Ach nee, da geht's mal wieder andere Richtung. Ah ja, so sieht's also vor der Tür aus. Schön, schön, schön. Was haben wir Hier hier? schlug Iolcam, von Zeus begünstigt, den riesigen Typhoon und nahm dieses Land ein. Iolcam schwor, dass er und seine Nachkommen Zeus auf ewig ehren und diese heilige Insel schützen würden. Iolcam schwor, dass er und seine Nachkommen Zeus auf ewig ehren und diese heilige Insel schützen würden. Und so wurde das Königreich Iolkos gegründet. Und so wurde das Königreich Iolkos gegründet. Okay. Schade, dass man hier nichts kaputt hauen kann. Wie in anderen Spielen. Na, dann gehen wir mal. Natur. So, ach, man sieht das gar nicht richtig. Dein Palast muss sich hinter den Häusern von Athen und Mykene nicht verstecken. Nein, ist schon. Haben wir ja in den anderen Teilen zuvor gemerkt. Ein ziemlich großer Palast. Beziehungsweise etwas unübersichtlich. Ich habe auch gemerkt, diese Tür zum Thronsaal, das schien ein Pakt gewesen zu sein, aber bei dem Durchgang ging die Tür gleich auf. So. Sei gegrüßt. Aus dem Dorf werden Unruhen gemeldet. Ein fremder Krieger verlangt, dich zu sprechen. Ich werde nachsehen. Danke. Ein fremder Krieger macht sich an meinen Untertanen ran. Na, dem werde ich es zeigen. Oh, steht Hier jetzt hier zeigte also, ich komme Apollo schon dem wieder rum. Architekten Diaphanes den Tempel und den Palast, den er erbauen sollte. Diaphanes sah die Klippen hinauf und wurde durch ein Licht geblendet. Diaphanes sah die Klippen hinauf und wurde durch ein Licht geblendet.
Als er seine Augen bedeckte, sah er in der Höhe schemenhafte Gebäude. Als er seine Augen bedeckte, sah er in der Höhe schemenhafte Gebäude. Und so wurde zu Ehren dieser göttlichen Vision der Königspalast von Iolkos errichtet. Und so wurde zu Ehren dieser... Der wiederholt sich. So, was ist das hier? Eine Hütte ohne Tür. Ach doch, hier ist auch eine Tür. Aber die können wir natürlich nicht öffnen, weil ja keine Wache davor steht. Weil selber Türen öffnen ist willkommen, ja wohl König Jaso. Pandora. Möge das Licht des Apollo für dich strahlen. Was kann Pandora, demütige Wahrsagerin und Anhängerin des Sonnengottes, für dich tun? Du bist mit Apollos Gabe der Voraussicht gesegnet? Deshalb bist du Wahrsagerin. Ich bin kein Orakel, schon gar keine Seherin. Aber ich kenne die Sterne und deren Einfluss auf Menschen. Und davon abgesehen, weshalb folgst du Apollo noch? Oh, Apollo beherrscht viel mehr als das. Er ist der Sonnengott. Die Sonne gehorcht ihm. Zivilisation, Musik und Ordnung, alles ehrenwerte Dinge. Was ist mit Apollos Tugenden? Beeinflussen sie deine Arbeit? Ehrenhafte Absichten. Ein gelehriger und offener Geist. Mitgefühl. Nach diesen Tugenden strebe ich. Nicht umsonst bittet man um Apollos Segen für sein Schild. Er begünstigt jene mit ehrenhaften Absichten, die nur zum Schutz des Erhabenen und Rechten kämpfen. Wie siehst du in die Zukunft? Ich befrage eine Person über ihre Beziehungen zu ihren Mitmenschen. Dann deute ich ihre Antworten und bringe sie mit den Sternbildern in Einklang. So. Sehen wir, was meine Zukunft bringt. Die schwierigsten Entscheidungen betreffen immer die Beziehungen zu anderen. Mit welcher dieser Beziehungen sollen wir anfangen? Reden wir über Familienbande. Zwei Freier bitten um die Hand deiner Tochter. Einer ist ein Prinz, der deiner Familie Ansehen und Wohlstand bringt, den deine Tochter aber nicht liebt. Der andere ist ein Bauer, dessen Land karg ist, den deine Tochter aber von ganzem Herzen liebt. Heiratet sie den Prinzen, herrschen 100 Jahre Frieden. Aber sie lebt ein kurzes und unglückliches Leben. Heiratet sie den Bauern, lebt sie lange und glücklich. Aber das Land versinkt in einem unerbittlichen Krieg. Wem gibst du deinen Segen? Schwierige Wahl. Also entweder hat meine Tochter ein glückliches Leben, aber der Rest der Menschheit quasi nicht. Was ja dann eigentlich auch Auswirkungen auf sie hat, wenn Krieg und sowas im Land herrscht. Also ich kann ja den Bauern bremsen, keinen von beiden, oder sie hat die Wahl. Demjenigen, den meine Tochter als ihren Ehemann erwählt. Ich traue ihrem Urteil und unterstütze sie bei ihrem Glück. In dieser Sache deckt sich deine Antwort mit dem Sternbild des Bildhauers Pygmalion. Worüber reden wir als nächstes? Sprechen wir über Freundschaft und Kameradschaft. Du und dein bester Freund seid arme Wächter. Du hörst, dass jemand die Opfergaben aus dem Tempel gestohlen hat. Du findest heraus, dass dein Freund der Täter war. Seine Frau ist sehr krank und braucht teure Medizin. Er bietet dir die Hälfte der Summe an, wenn du schweigst. Wenn du ihn verhaftest, winken eine große Belohnung und eine Beförderung. Was tust du? Ihn verhaften? Auf keinen Fall. Dann würde ich ja ihn verraten, ist ja Quatsch. Das Geld anonym zurückgeben wäre eine Möglichkeit. Das Geld aufteilen. Oder ihn alles behalten lassen. Gut, er ist der Freund, trotzdem ist es ja eigentlich Unrecht, was er gemacht hat. Ich erlaube meinem Freund, den für die Medizin nötigen Teil zu behalten.
Dann gebe ich den Rest anonym zurück. Hier spüre ich den Einfluss der Sterne aus dem Bild des Bildhauers Pygmalion in deiner Antwort. Worüber reden wir als nächstes? Pflicht für König und Vaterland. Nehmen wir das. Du bist Speer in der Armee des Königs. Ein Nachbarreich bedroht die Grenze. Laut Befehl bist du an einen fragilen Friedensvertrag gebunden. Auf deiner Patrouille siehst du einen gegnerischen Soldaten, der hastig zurück auf seine Seite der Grenze eilt. Auf deiner Seite hat er eine Markierung im Boden hinterlassen. Ein Signal für vorrückende Invasionstruppen. Was tust du? Das ist gut. Also ihn verfolgen und töten ein einziges Quatsch. Den Gegner verleumden? Nein. Ich untersuche die hinterlassene Markierung, um die genaue Bedeutung zu entschlüsseln. Erst dann treffe ich meine Entscheidung. Deine Antwort ist vom Sternbild des Bildhauers Pygmalion bestimmt. Es gibt nur noch Nachbarn und Mitbürger zu besprechen. Du bist Schäfer und verdächtigst einen Nachbarn, der weder Verwandter noch Freund ist, seine Herde auf deinem Land grasen zu lassen. Seine Wiesen liegen zwischen deinen Weiden und dem großen Wald. Aus dem Wald tauchen immer wieder große Wolfsrudel auf, die schon viele seiner Tiere gerissen haben. Deine Schafe leben, weil die Wölfe die Tiere deines Nachbarn reißen. Was tust du? Ihm helfen für einen Preis, ihn zur Rede stellen. Ich erkenne an, Vorteile auf seine Kosten zu haben, da er Puffer zwischen meiner Herde und den Wölfen ist. Deshalb möchte ich das Problem mit ihm gemeinsam lösen. Ich spüre den Einfluss des Sternbilds der Waage in deiner Antwort. Nun, Pandora, was liest du aus meinen Antworten? Was Pflichten angeht, gründest du deine Entscheidung auf Vernunft und sorgfältige Überlegung. In der Gesellschaft ist das Gemeinwohl das höchste Gut. Du glaubst an Zusammenarbeit zum Lösen gemeinsamer Probleme. Freunde sollten einander helfen. Verlässt ein Freund den Pfad der Tugend, siehst du es als Pflicht, ihm den Weg zu weisen. Du ehrst deine Familie, begegnest aber Fremden mit demselben Respekt und derselben Gastfreundschaft. Du wirst vom Sternbild des Bildhauers Pygmalion dominiert. Wohin du auch gehst, du wirst ehrenvoll handeln und aus Erfahrung lernen. Deine Antworten sagen viel über den Mann aus, der vor mir steht. Ich hoffe, meine bescheidene Deutung hat dir ein wenig helfen können. Hat sie. Danke, Pandora. Ich muss gehen, Pandora. Lebe wohl. Apollo segne dich. Yeah. Aha. Wir sind quasi ein guter und gerechter König. Wie oft noch, Jason? Konzentriere dich. Soll Alkmene es dir zeigen? Alkmene? Von wem? Er vergisst, dass ich Ares Tochter bin, Idas. Wie könnte ich, wo du es ständig erzählst? Er ist wohl abgelenkt. Ich frage mich nur, wovon? Vielleicht sagt er es uns. Von all dem Gerede. Davon. Oh, der kriegt ja hier überall solche Flashbacks. Wo ist denn Herkules? Ach, da. So, kommen wir hier durch. Oder sonst was? Nein, gut. Dann müssen wir wohl hier lang. Durch eine Höhle. Weil so viele Blumen und alles so schön bunt. Aha. Wo ist euer König? Wo ist euer so geschätzter Hier. Ritter? Jemand muss dafür bezahlen. Hier bin ich. Ich verlange eine Entschädigung. Ich komme. Seht nur, wer uns endlich mit seiner Anwesenheit beglückt. König Jason persönlich. Nach nur einem Tag. Oh, wow, oh, wow. Oh. Hm.
Willkommen auf Iolkos, Xeno. Was kann ich für dich tun? Zuerst könntest du dir mal dein Gesäusel sparen. Ich bin nicht wegen deiner Gastfreundschaft aus Thessaloniki angereist. Die bekam mein Bruder schon zu spüren. Ich bedauere Menanders Tod. Möge er den Weg ins Elysium finden. Das reicht nicht. Nein, bei weitem nicht. König von Iolkos, ich fordere Entschädigung. Tribut! Deine Felder sind fruchtbar. Deine Herden fett. Die Gunst des Zeus hat dich eindeutig verweichlichen lassen. Auf dem kargen Boden von Thessaloniki geht es anders zu. Schwere Arbeit macht die Männer hart. Aber was wisst ihr, Iolker, schon davon? Schluss jetzt mit den Beleidigungen, Thessalonia. Sag doch einfach, was du willst. Ich bringe meinen Bruder heim. Und mit ihm eine Schiffsladung Weizen und Schafe aus Iolkos. Und jedes Jahr, zu Menanders Todestag, schickst du mir 10 Mädchen, die gerade zur Frau werden. Niemals! Was? Nein! Das ist der Tribut, den ich für den Mord an meinem Bruder fordere. Oh, sonst geht's ihm gut, oder was? Sonst noch Wünsche? Meine Wachen kämpften tapfer und retteten alle, die zu retten waren. Der Tod deines Bruders ist tragisch und ich bedauere den Verlust. Aber ich mache es nicht ungeschehen, indem ich dich bezahle und dir unschuldige Mädchen schicke. Zeig's ihm, König Jason! Ich werde nicht verhandeln! Lehnst du meine Forderung ab? Üben meine Männer und ich Vergeltung! Was ist mit dir los? Warte mal, entehrst deinen Bruder mit deinem Auftreten. Er wittert doch nur einen fetten Tribut. Um seinen Bruder schert er sich einen Dreck. Ach ja? Ich zeige euch, was seine Ehre mir bedeutet. Hiermit fordere ich dich heraus, Hüter. Deine Bedingungen? Meine Männer und ich gegen dich und den Koloss. Deine Wachen lassen mich ziehen, wenn ich dich getötet habe. Wenn du verlierst, nehme ich meinen Bruder und den geforderten Tribut mit nach Thessaloniki. Nein! Und dein Einsatz? Dies ist der Streitkolben meines Bruders. Wertvoller als irgendetwas auf Iolkos. Gesegnet von Poseidon selbst. Das ist mein Einsatz. Keiner will ihn. Nein. Du schwörst jetzt vor diesen Zeugen, dass deine Familie nie wieder Ansprüche auf Tribut erheben wird. Sollte dies jemand tun, gilt die Ehre deines Familiennamens als verwirkt. Gut. Ich schwöre es. Xeno von Thessaloniki schwört es! Sagt einfach Bescheid, wenn ihr soweit okay. seid. Jason von Iolkos stirbt heute! Tötet sie! Tja, wollen wir gleich mal sehen. Ach, das ist er. Erstmal die anderen hier. So, dann ist ja nur noch er übrig. Oh, das war ja einfach. Tja, was machen wir nun? Entweder er stirbt oder wir lassen es. Bring deinen Bruder heim, Xeno. Das vergesse ich nie, Jason. Dein Streitkolben. Was? Dein Einsatz. Vergessen? Verflucht sei Iolkos! Schöner Streitkolben. Ob er wirklich von Poseidon gesegnet ist? Wer weiß. Jedenfalls ist er bei dir besser aufgehoben als bei diesem Idioten.
Ah, bietet keinen zusätzlichen Bonus. Wellenbrecher. Trifft dieser Schallkolben den Gegner, können alle Feinde in der Nähe von einer nicht schädigenden Druckwelle fast werden. Nicht schädigend, ist ja blöd. Angriffe erhalten einen Stärkebonus. Sei auf der Hut, König Jason. Cool. Er hatte eine Hexe bei sich. Die ist vielleicht noch da. Eine Hexe? Das weißt du nicht, Thaddäus. Du hättest sie sehen sollen. Markierungen am ganzen Körper. Und sie fragte nach dem Meuchelmörder. Es war eher wie ein Verhör. Ob wir ihn gesehen hätten, woher er gekommen wäre. Sie war sehr interessiert. Sagte sie denn, warum sie hier ist? Wir fragten sie danach und sie sagte, Wölfe jagen immer in Rudeln. Seltsame Antwort, oder? Sie fragte sehr eindringlich und brachte meine Frau fast zum Weinen. Sie ist wie besessen, fixiert. Sie scheint Wichtiges vorzuhaben. Wo ist sie jetzt? Saht ihr sie weggehen? Oh ja, dieser Xeno schrie wie wild herum und sie schlich davon. Es war komisch. Sie hatte die Ohren gespitzt, als würde sie auf etwas lauschen. Dann horchte sie plötzlich auf und rannte blitzschnell in Richtung Krypta der Könige davon. Ich hörte noch, wie sie unterwegs, jetzt habe ich dich, flüsterte. Ich schwöre es beim Olymp. Und wie sieht sie aus? Seltsam, fremdländisch. Keine Jolkerin würde so ein Kleid tragen. So viel ist sicher. Und überall diese Zeichen und Tätowierungen. An Beinen, Füßen, Armen und im Gesicht. Dunkle Haare, stechender Blick. Gewaschen könnte sie ganz nett anzuschauen sein. Du dreckiger alter Bock. Das reicht jetzt. Janula, bitte. Ich möchte sie dem König nur genau beschreiben. Danke. Ich werde herausfinden, was sie vorhat. Jo. Gut, den haben wir erledigt. Da ist noch so ein Herr, ein Herm, ne? Hier landete König Trion Speer und demütigte den Athener Polyphide. Von Alkohol benebelt prahlte der berüchtigte Krieger, er könne den Speer weiter werfen als jeder Jolker. König Trion nahm diese Herausforderung für sein Königreich an. Athene lieh Trion ihr Geschick und so vollbrachte er einen so mächtigen Wurf, dass der überhebliche Polyphide vor Scham verstummte. Ah ja. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Karte. Finde die Hexe. Frage Argos nach Delphi. Frage Argos. Ah ja. Sprich mit Kyros und Kalissa, das ist da oben. Sprich mit Nasum. Und die Hexe, die ist da. Dann gehen wir erstmal noch da unten, würde ich sagen. Ja. Ist das hier der richtige Weg? Wo bin ich eigentlich? Ich bin da. Da durch und dann rechts runter. Oder sollen wir erst den da hinten? Ne, bevor wir da durchgehen, gehen wir nochmal zurück. Und sprechen mit dem da oben. Schade, dass es hier keine Minimap gibt. Wo man so ein bisschen gucken kann. Da sind wir schon. Kalista. Schau, Kyros. Genau. Der König. Was könnte er hier wollen? Nein. Bitte nicht. Elpis, ist sie...
Leider wurde eure Tochter schwer verwundet, aber sie kommt durch. O Hera, hilf! Diese Nachricht bringt mich um. Sei stark, Weib. Sie wird wieder gesund. Wann können wir zu ihr? Bevor ich abreise, werde ich sie anweisen lassen, euch zu besuchen. Okidok. Ich ruhe nicht, bevor ich Elpis wiedersehe. Gräme dich nicht, Weib. Der König sagte, sie besucht uns bald. Jo. Okay. Haben wir dafür jetzt irgendwas gekriegt? Erfahrungspunkte oder sonst was? Scheinbar nicht. Weizen versperrt unseren Weg. Was sind das denn? Den kann man nicht reden. Hier kommen wir auch nicht durch. Ah doch. Aber wahrscheinlich erst später. Da müssen wir nämlich noch gar nicht hin. Gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Kann man mit denen hier eigentlich reden? Nee. Ah, hier ist noch so ein Hier Herme. Ist Amphinome geboren. Frau von König Trion. Sie war eine Bauerntochter, doch von den Göttern mit Schönheit und Tugend gesegnet. So groß war ihre Anmut, dass Hera ihre Bindung mit dem König segnete. So wurde sie Königin von Iolkos. Mutter, eine bezaubernde Königin. Hier ist ganz schön viel Geschichte drin, so. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist, aber von der griechischen Mythologie und alles. Hätte ich gar nicht gedacht. So. Mal gucken, ob er hier noch irgendwie Flashbacks kriegt oder so. Nein. In so einem Dorf bin ich aufgewachsen. Ist lange her. Ah, man kann selber ein Tor aufmachen. Sehr schön. So, da geht's zu der Halle der Könige, wo die Hexe sein soll. Ja, aber wir gehen erstmal hier unten lang. Ach, da wartet ja mein Schiff. Moment. Ja doch, ich bin da unten. Oder soll ich vielleicht doch erstmal zu der Hexe? Weil mit denen können wir ja später noch reden. Ach komm, wir gehen mal erst zur Hexe und gucken, was die so treibt. Vorher noch alle. Hier ist die Krypta der Könige. Letzte Ruhestätte der Königsfamilie von Iolkos. Hier ruhen Könige und Königinnen, Hüter und Günstlinge des Zeus. Möge ihre Ehre ewig leben. Genau. Warum leuchtet das jetzt? Lissono, menei, favoeiai! Öffie, Jea, Ipira, Kira! Oh oh. Die große Medea! Wie tief können Mächtige fallen! Deine Kräfte lassen nach! Ach ja? Bossfight. Oder sowas.
Drücke A, um gegnerische abzuwehren. Ach, das sind ja mehrere. Warte mal. Wie war das? Dann nehmen wir mal den Streitkolben. Aus dem Weg, ich seh nix. Zack. Ach, da hat Jan das halt schon erledigt. Sehr schön. Verzeih. Es kam wieder über mich. Alles in Ordnung? Hm? Etwas schwach, aber es geht. Die Schwarzzunge nannte dich okay. Medea. Ist das also dein Name? So ist es. Ich brauche Antworten, Medea. Dann stelle deine Fragen, Jason. Wer war dieser Mann? Sein Name war Siklos. Typische Schwarzzunge. Grausam, hinterhältig, fanatisch. Als ich von dem Angriff hörte, kam ich sofort her. Die Mörder der Schwarzzungen kommen nie alleine. Woher weißt du das? Siehst du die Zeichen, die ich trage? Sind sie Antwort genug? In einem früheren Leben gehörte ich zu ihnen, bis ich den schrecklichen Preis meiner Macht erkannte. Deine Hexerei hätte uns fast getötet. Hast du keine Kontrolle darüber? Einst konnte es kein Anhänger von Hekate mit mir aufnehmen. Rufe ich heute meine volle Macht an, laufe ich Gefahr, von ihr überwältigt zu werden. Warum haben die Schwarzzungen meine Frau getötet, Medea? Das weiß ich nicht. Aber es war nicht der erste Versuch. Sie wollten sie schon als Kind auf Mykene töten. Was? Als deine Frau geboren wurde, reiste König Lykomedes nach Delphi und befragte das Orakel Pelagia. Was ihm dort gesagt wurde, rief die Schwarzzungen auf den Plan. Meuchelmörder wurden nach Mykene und Delphi geschickt. Lykomedes vereitelte den Anschlag auf deine Frau. Der Mörder Lysander scheiterte am Orakel Pelagia. Es heißt, er verliebte sich in sie, verschwand mit ihr und sie wurden nie mehr gesehen. Deshalb führte Lykomedes diesen Krieg. Ja, alle Schwarzzungen Griechenlands verfluchten ihn. Okay. Medea, ich will Alkmene zurückholen. Dein Wissen über die Schwarzzungen könnte mir nützen. Wenn du wirklich versuchst, sie zurückzuholen, werden die Schwarzzungen über dich herfallen. Dann müsste ich sie nicht mehr suchen. Geh zu meinem Schiff. Argos gibt dir eine Kabine. Jason, bist du dir da sicher? Dein Freund hatte recht, Jason. Ich bin eine Gefahr. Manchmal verliere ich die Kontrolle, wie vorhin. Wir können deine Macht abschirmen, wenn du zustimmst. Das wäre der einzige Weg. Gut, König von Iolkos. Ich gehe mit dir auf die Jagd und helfe, wo ich kann. Das ist etwas zu viel Hexerei für meinen Geschmack. Warum nimmst du sie mit, Jason? Wie kannst du ihr trauen? Wir kennen die Mächte kaum, die hier am Werk sind. Prophezeiungen, Lykomedes, Schwarzzungen... Medeas Wissen wird uns weiterhelfen. Und hast du gesehen, was sie mit dem Mörder machte? So, jetzt haben wir Medea angeworben. Eben ist das Spiel abgestürzt, deswegen musste ich gerade bis hierhin nochmal spielen. Und ob da wieder aufnehmen. Ich hoffe, das klappt dann mit dem Zusammenschneiden. Auf jeden Fall, sie hat noch was gesagt. Sie trifft die Vorsichtsmaßnahmen und ist dann verschwunden. Hat sich aufgelöst. Naja gut, ist halt eine Hexe. So. Dann schauen wir uns hier nochmal um. Was gibt's da Schönes? Kriegsrüstung. Dies ist die Kriegsrüstung des Iolkischen Königs, die mein Vater Trion trug. Ich hoffte, es würde nie einen Anlass geben, sie anlegen zu müssen. Doch Iolkos braucht mich. Alkmene braucht mich. Eine schwere Reise steht bevor. Und dieses Stück Iolkos wird mich begleiten. Wenn dich der Mut verlässt, dann denke daran, wofür du kämpfst. Iolkos hat nicht nur schöne Felder und Küsten, sondern ist unser aller Mutter. Wir stolpern nicht über Berge, mein Sohn. Wir stolpern über Steine.
Schreite sicher über jeden Stein, dann überwindest du den Berg. Lass uns nach dem Schiff sehen und Delphi suchen. Aha. Dieses Rüstungsmassiv und fachmännisch verarbeitet bietet auch keinen speziellen Bonus. Die hier, die Kriegsrüstung. Jasons maximale Gesundheit nimmt erheblich zu. Außerdem steigt Jasons Widerstandskraft leicht an. Der ist ja so schon fast unbesiegbar. Habe ich so das Gefühl. Vor allem, wenn der Herkules dabei ist. Der hat ja diese grünen Viecher fast schon im Alleingang besiegt. Ich brauche da kaum was machen. Okay, also so eine riesige Halle da, nur dafür, dass da halt eine Rüstung hängt. Ja, ne? Wenn man es hat, kommen sich aus dem großen Kleiderschrank leisten. Gut, dann gehen wir jetzt zum Schiff. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht jetzt öfter ab. Läuft nicht sehr stabil, wie es scheint, ne? So. Speichert ist schon mal gut. Das ist mal ein Schiff. Was? Oh ja. Das ist mal ein Schiff, da hat er recht. Wow. So, wo sind denn hier meine Ansprechpartner? Aha, blablabla. Die ersten beiden oder der eine steht direkt vor mir quasi. Ist gerade voraus und das wird dann der zweite sein. So, wer ist das? Nestus. Sei gegrüßt, König. Ich bin Nestus, der Hafenmeister. Mögen Athenes fünf Tugenden dich stets begleiten. Ja, dann fragen wir mal. Betest du zur jungfräulichen Göttin? Ja, Herr. Ich opfere der Athene. Ihre Prinzipien lassen mich ein geordnetes, diszipliniertes Leben führen. Ist ganz praktisch, wenn man diese Meute von Hafenarbeitern beaufsichtigen muss. Du sprachst von Athenes fünf Tugenden. Welche sind das? Weisheit, Gerechtigkeit, Mut, Disziplin und Demut. Dies sind die fünf Tugenden würdigen Lebens. Jeden Tag strebe ich nach diesen Eigenschaften. Nicht immer ist es einfach. Athenes Weisheit hilft sicher beim Umgang mit dem alten Argos. Oh ja, aber das ist nicht die einzige Domäne der Herrschaft Athenes, die mich interessiert. Athene ist Göttin der Gerechtigkeit. Im Dorf höre ich Gesuche, die deiner Aufmerksamkeit unwürdig sind. Außerdem ist sie Göttin von Handwerk, Strategie und Krieg. Alles edelste Disziplinen. So bilden die Domänen meiner Göttin den Kern jeder Gesellschaft. Arbeitest du für Argos? Ja, Herr. Ich leite den Hafen und helfe vor allem bei Takelagen und Segeln. Ich arbeitete auch an diesem Riemensystem auf deinem Schiff. Ist Argos hier? Er ist an Bord und trifft letzte Vorbereitungen, Herr. Ich soll dir sagen, er sei nun bereit für deine Besichtigung. Ich rudere dich hin, wenn du wünschst. Noch nicht. Noch nicht, Nestus. Guten Tag, Nestus. Noch nicht, denn vorher habe ich hier noch zwei Argos, der auf dem Schiff. Sprich mich an mit Agathe und mit Merso. Das sind wahrscheinlich die hier unten. Sinon, hör zu. Wir haben Familie in Thrakien. Wir sind dort willkommen. Wir müssen bleiben. Iolkos ist unsere Heimat. Und schon wieder abgestürzt. Na toll.